Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Die Norm ist allein im Bett. Es tut mir leid. Das ist. Fedon kocht. Ist halt schwierig, wenn die eine Person nachtaktiv ist und die andere nicht. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich hab's ehrlich gesagt vergessen. Wir sind auf jeden Fall ein Präzisionsgewehr noch am Bauen. Das andere war meine Schäbig. Hat aber Lilia bekommen. Oder? Nee, wer hat denn das bekommen? Wood. Stimmt, wir haben auch noch Wood dazu bekommen. Wer ist das denn? Ey, wir haben so viele Leute bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer was ist. Und natürlich wieder wie immer eine Störung. Achso, hier ist ja der Rauchblattsucht, die war das. Der einfach nur Kunst und ja, schießen kann eigentlich. Stimmt, ich erinnere mich. Der hatte ja auch irgendwie schon was hergestellt. Was aber irgendwie hier nicht ist. Komischerweise. Also, ich kann mich daran erinnern, dass er mal was groß gemacht hat. Wir haben auf jeden Fall Nahrung. Ja, wir haben ein paar Tiere wieder reingeholt, aber nur die Kühe. Damit man nicht so weit wegen der Milch laufen muss. Ja, jetzt muss man nur noch weit laufen für die Wolle. Wie sieht es denn mit den Tieren überhaupt aus? Boah, wir haben auf jeden Fall wieder ziemlich viele Tiere, vor allem die Küken, die explodieren immer sehr schnell. Du isst einfach so Milch? Vor allem jetzt habe ich hier überall so komische Tische gebaut. Also in Reichweite eigentlich. Und die essen trotzdem noch überall im Stehen. Da, wo sie wollen. Das kann ja so nicht angehen. Also wenigstens haben wir wieder Nahrung. Ja gut, wir haben jetzt so viele Leute, die kochen. Gut. Brauchen wir nur noch Leute, die auch tragen, den ganzen Rotz. So, und wir müssen mal wieder Medizin herstellen. Was brauchen wir denn für normale Medizin? Penicillin haben wir ja. Neutramin und Stoff. Wir haben keinen Stoff? Wir haben noch. Oder braucht man den ganz normalen Stoff? Das muss man nur mal wissen, was der ganz normale Stoff ist. Gut, das werden wir spätestens dann wissen, wenn hier das mal fertig ist. Wir haben nur ein Baumwollding. Wir haben viel Teufelsgarn. Ich hätte gedacht, wir hätten aber auch zweimal Baumwolle. Weißt du was, dann ändern wir den hier noch in Baumwolle. Die haben die mal ausgezogen, die Toten. Wie weit ist denn der Feuerbestattung? Ja, wir haben keinen, der forscht, aber wir haben doch jetzt einen Forscher dazu bekommen, oder nicht? Der Detri ist doch gut im Forschen. Genauso wie der Massettel. Ach nee, Maserati hieß der doch, ne? Oder die. Hab ich schon wieder vergessen. Ja, wir haben immer noch Nacktheit. Wer ist das? Pina Colada? Ringzeh abgeschossen, rechtes Auge herausgeschossen. Ach ja, die haben ja einen Ausbruchversuch gemacht, die bösen Buben. Sonneneruption. Also so langsam haben wir auf jeden Fall genug Leute, damit wir mal ein paar Leute aufteilen können. Also das ist ja schon krass. Ne, das wird jetzt unnormal krass mit der Nahrungsbeschaffung. Also wir müssen eigentlich konstant Tiere töten. Ach du Scheiße, Boomratten in der Nähe, das ist doch nie gut. Das ist noch nie gut gegangen. Boomratten. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass sie gefährlicher sind als Pandas. Das Panther-Viech. Das Benitzel gekillt hat und
Ein Emu den Arm abgebissen? Das war ein Emu, ne? Aber dass wir schon wieder keinen Strom haben. Wir haben doch jetzt so viele Generatoren gebaut, oder nicht? Okay, der ist noch nicht fertig. Wie sieht es denn bei uns mit Stahl aus? Stahl haben wir genug? Und Bauteile? Bauteile hätten wir auch genug. Was macht Benitzel denn? Ausruhen. Was mit dem hier? So, hier wird gebaut. Der Sonnensturm ist vorbei, das ist schön. Hier liegen Beeren. Alter, die gehen wohl kaputt. Wieso trägt denn hier keiner die Beeren? Weil wir jetzt wahrscheinlich genug vegetarisches Zeug irgendwo rumliegen haben. Ist der von uns? Nö, gut. Das ist echt unnormal. Alter, hier die Panthers, die vermehren sich auch langsam. Ja, hier auf der linken Seite der Karte ist echt noch das Leben am Vorherrschen. Das wird sich aber mit der Zeit wahrscheinlich ändern. Ich habe jetzt schon 3 Panthers gesehen. Also wir sind ja... Oh! Wir könnten eigentlich auch mal aufmachen. Einfach nur mal so, um zu gucken, was da drin ist. Wäre natürlich doof, wenn da irgendwas Böses drin ist. Hier könnte man aber theoretisch Vorbereitungen treffen. Wir können die ja mal treffen und dann machen wir den auf. Wir haben ja 4 Geschütze. Oh, wir haben Kunst normal. Hier ist die. War das hier die ganze Zeit schon? Kunst. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt nur keine Lust, das zu lesen. Noch ein bisschen früher am Morgen. Wo können wir den denn hinknallen? Also hier rein passt perfekt Kunst, ne? Aber dafür ist er... Das ist auch kacke irgendwie. Wo würde er denn am besten reinpassen? Sagen wir mal so. Wo er keine Probleme macht. Man könnte natürlich da rein, aber das wäre ein bisschen unnötig. Oder wir behalten es mal und gucken mal, wie viel es wert ist am Endeffekt. Und bereiten jetzt erstmal hier das vor. Es wird natürlich auch schön vorbereitet, wie die anderen, und war dann letztendlich gar nicht nötig. Aber die größte Gefahr haben wir ja komplett ohne Vorbereitung gemacht. Und bei den ganzen Kleinen machen wir hier übrigens die Vorbereitung. So, warum haben wir hier schwere Krankheit? Was ist los? Ach, der ist auf Alkoholentzug. Das heißt, wir dürfen gar keinen Alkohol herstellen. Das wäre theoretisch eine Möglichkeit, um ihn auf Entzug zu zwingen. Also wenn wir dem ja keine Drogen nehmen, nimmt er sie ja trotzdem. Aber wenn wir ja nichts haben, dann ist er ja automatisch auf Alkoholentzug. Das wäre theoretisch eine Möglichkeit, wie wir ihn dazu zwingen können, auf Entzug zu gehen. Ist ja nett, dass du die... Ach ja, du bist ja auch Dinoms Freundin. Schön, dass du Dinoms Raum noch benutzt. Ich weiß ja immer noch nicht, wie ich das Problem lösen kann. Also ich könnte das natürlich lösen, indem ich den Raum einfach vergrößere. Aber das würde dann das Bild mehr verändern. Im Moment ist das sozusagen Dinoms persönlicher Hobbyraum, aber nicht mehr sein Schlafraum, weil der jetzt ja bei Lilia schläft. Weil ich den Raum auch gar nicht mal so schlecht finde. Nur Doppelbett würde zwar hier reinpassen, also ohne, wir reden natürlich immer davon, ohne das D zu beschädigen. Aber ich weiß nicht, ob man dann da rein kann, weil theoretisch kommt man von der Seite ja nicht da rein, ne? Und Doppelbett
sollte man natürlich normalerweise immer von beiden Seiten betreten werden können. Oh, Dino, du bist ja richtiger Sheriff hier. Ja, trainierst schön, schön junges Wildschwein Nummer 7. Und junges Wildschwein Nummer 4. Gib ihm doch einen Namen. Ja, wenigstens schaffst du es, glaube ich. Alter, wieso ist die pink? Pinada Boss. Oder Pineda. Hat ein pinkes Stoff-T-Shirt. Auch ein Cowboy-Hut. 38. Ja, war aber schon nützlich auf jeden Fall, dass wir hier die Geschützturme drin haben. Als sie nämlich ausgebrochen sind, haben die sozusagen geregelt. Echt, wir haben so viele Nackte. Ja, das kann ja nicht angehen. Wir brauchen unbedingt mehr Kleidung. Ja, wir haben immer noch keine Waffen keine Kleidung einschmelzen. Weil niemand speichern, weil niemand am Forschen ist. Ich weiß natürlich auch nicht, ob die Leute, die wollen anscheinend nichts, was von Leichen ist, tragen. Kann man das hier irgendwie einstellen? Da steht halt nur Qualität und Dings. Vielleicht müsste ich das erstmal wieder runternehmen. Warte, soll der hier überhaupt einen Langbogen herstellen? Nein. Weg damit. Wie sieht's denn überhaupt eigentlich aus? Wir haben 9 Hosen, ja. Wir haben 4 T-Shirts, also da können wir noch ein paar Sachen herstellen, aber die Hosen nicht. Wir müssen unbedingt Hosen loswerden. Ja gut, wenn Scott sich in sein Zimmer einstellt, ist das nicht schlecht. Besser als wenn er wieder hier einen auf Rambo spielt. Natürlich doof, wenn der dann raus... Also unter Einsperren verstehe ich eigentlich, dass man diese Tür nicht mehr öffnen kann. Aber gut, auch ein Cowboy waltet seines Amtes. Die sehen echt alle aus wie Cowboys mit den Hüten. Außer Angie. Angie sieht irgendwie komisch aus. Haben mir die offenen Haare besser gefallen. Wieso liegt hier einfach Nahrung rum? Ja, unser Main-Künstler. Ey, das wächst hier einfach nicht nach. Es dauert einfach 100 Jahre, bis das hier nachwächst. Verrottet, da es nicht überdacht ist. So werden noch nie Küken geboren, wenn die alle verrotten. Bevor die schlüpfen. Wenigstens haben die hier noch genug Nahrung. Hier oben wäre das echt schwierig. Wobei ich es nochmal versuchen könnte. Da wir jetzt ja den hier und hier auch wieder voll haben. Aber ich würde halt eigentlich, ja gut, jetzt wenn da Leute sind, wird das so, also wenn hier wieder Kühe sind, wird da sowieso nichts mehr nachwachsen. Echt schwierig. Aber wir können ja schon mal die Weltkarte öffnen. Einen Moment, das wird jetzt wahrscheinlich laggen. Oder? Ich weiß nicht, nimmt der jetzt auf oder gibt es Probleme? Hallo? Okay. So, wir sind hier. Alter, wir sind ja überall Banditen um uns rum. Blutige Bande. Blutige Bande. Okay, wir kriegen ein legendäres Präzisionsgewehr, wenn wir das hier zerstören. Ein kleiner bewachter Außenposten. Ja, wir haben jetzt keinen Kriegstrupp oder sowas, ne? Wer ist das denn hier? Ach, hier stehen auch die ganzen... Also wenn wir...
Ach, da stehen noch die Tage. Das ist eine Stadt der blutigen Mande, das sind wir. Okay, das soll zerstört werden. Attentätersee. Hier ist auch was. Was ist das hier? Und was ist das hier? Geheimversteck. Für 7 Tage. Also ich habe ernsthaft keine... vergrößern. Erstelle Karawane. Okay, gucken wir mal, wie das geht. Sind das hier etwa die Preise oder was das... Also ich habe hier echt keine Ahnung, wie das funktioniert. Hier können wir wahrscheinlich Konfiguration, Abmarschierung. Ich habe das hier noch nie gemacht. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das ist. Ja, hier müssen wir dann auf jeden Fall auch noch Zeug mitnehmen, das nicht verrottet oder lange haltbar ist für die. Und je nachdem müssen wir dann bestimmte Sachen... Wir können tote Menschen mitnehmen. Was ist das denn? Ja, wir könnten theoretisch so eine Handelskarawane erstellen, wie alle anderen, und zu denen gehen. Was haben wir denn hier? Marktwerk? Achso. Ja. Achso, hier kann man dann die Personen mit dem Kilos zusammenstellen und wie viel die tragen können wahrscheinlich. Kann man dann die Tiere mitnehmen? Jetzt weiß ich natürlich nicht, was hier dieser Haken heißt und was hier das heißen soll. Ist wahrscheinlich der Grund, weil hier mehrere sind und hier einfach nur eine Person oder ein Teil. Also ich nehme an, man setzt dann hier die Leute zusammen, die Tiere zusammen. Hier setzt man dann die Gegenstände zusammen, die man mitnimmt. Ja, und dann Abmarschierung. Hier kann man dann wahrscheinlich entscheiden, in welche Richtung die gehen sollen. In unserem Fall müssten wir nach Süden gehen oder ja, irgendwie Richtung Süden. Was ist das denn hier? So. Also was... Huch! Was habe ich denn jetzt gemacht? Weg damit. Also was wir als erstes wahrscheinlich mal testen sollten, eine Karawane zu erstellen mit Handelszeug und die dann hier zu denen schicken. Weil mit denen müssten wir verbündet sein. Einen Moment, Fraktion. Hier, ja, mit denen sind wir verbündet. Damit wir erstmal, bevor wir jetzt hier irgendwie so eine Mission machen, wir hier hingehen oder sowas, weil um da hinzugehen... Wenn wir Querfeld eingehen, das wird Jahrhunderte dauern. Wenn wir so ein bisschen außen rum gehen würden, hier, würde das immer noch ewig dauern. Man bräuchte theoretisch ein Schiff, um dann hier hinzusegeln und könnte es hier Probleme geben und dann könnte man dahin. Am besten wäre es natürlich, wenn man die Straßen nutzt. Aber wir haben rundherum keine Straßen. Wir sind eigentlich komplett drin. Ne? Wir haben hier zwar einen Fluss. Also unsere Karte ist eigentlich schon eine coole Karte. Was ist das denn hier? Aber wir bekommen... Ja, sind eigentlich so ein bisschen abgeschnitten, ne? Das war ja auch eigentlich extra so. Müssen wir mal gucken. Wir könnten theoretisch aber hier drum und um uns rum alles theoretisch besiedeln. Ach, hier stehen sogar die Namen. Dann müssen wir uns die merken, damit wir wissen dann, in welche Richtung die gehen. Na, egal. Ich würde sagen, wenn wir auf jeden Fall, wir könnten ein paar Elefanten nehmen, die dann tragen, also mitgehen. Das heißt, wenn wir haben, soll jetzt erstmal wieder zurück in Dings. So.
Das hat dann natürlich die ganze Zeit pausiert. Aber ich wollte halt mal gucken, wie es aussieht. Irgendwann müssen wir mit Karawanen anfangen, weil wir können nicht die ganze Zeit hier drauf sein. Ich meine, irgendwann wird dieses Stadium erreicht sein, da haben wir diese Karte ausgeschöpft und wir müssen Ressourcen aus der anderen Karte dauerhaft in diese Karte hier importieren, damit wir überhaupt unsere Stadt ausbauen können. Weil hier, das ist ja unsere Hauptstadt. Wie viele Präzisionsgewehre haben wir denn jetzt? Der hat noch ein schäbiges gebaut. Also ein schlechtes. Hat aber trotzdem 40 Schaden. Wir gucken jetzt mal alle durch. Warte, das machen wir am besten hier. So, wie viel Schaden macht der denn? 8, aber der macht 6 pro Salve. Also ist besser. Was hat der hier? 20, aber hat 3 Schüsse pro Salve. Gar nichts. Ja, hier Granate, aber der war auch, hat auch nie wirklich Fernkampf. Was ist mit dem hier? Okay, in einer, ich sag mal, 1,5 Sekunden. Was hatte das? 40. Ja, hatte aber auch, ja, ist minimal besser. So, wer kann denn hier eigentlich noch schießen? Ja, Heiland hatte den Granatwerfer. Da müssen wir nicht gucken. Hier, was ist mit Überlebensgewehr gut? Das müsste wahrscheinlich besser sein. Huch, hier. Auch 18 mit derselben Zeit. Was ist denn dann der Unterschied? Wenn die Qualität gut oder schlecht ist. Weil das ist, meine ich, dasselbe Welt wie bei dem normalen. Egal, gucken wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Hier. Eine normale Schrotflinte. Auch halbe Zeit und 20, aber nicht Reichweite. Gucken wir mal. Gestresst, der geht's gar nicht gut. Ach, das war die, die hier nur Fernkampf und Kunst hat. Ja, dann kriegt sie die Sniper. Weil Wood hat natürlich auch die Sniper. So, in der Hoffnung, dass er irgendwann mal eine gute Sniper herstellt. Also er ist im Moment die ganze Zeit schön an Pritz. Oh, wir kriegen Schlacke. Ja, schön. Im Moment brauchen wir aber keinen Schal. Wie viel bekommen wir? Habe ich jetzt nicht sehen können. Verdammt. Oh, wir haben eigentlich auch ein bisschen Gold. Ich wollte ja auch mal probieren, wie so eine Gold... Ach, für eine Goldfliese haben wir natürlich nicht genug. Und ich weiß auch immer noch nicht, wie hier diese Lanzen funktionieren. Muss man wahrscheinlich auf Personen klicken. Ah, es wird aber Zeit, dass uns nochmal eine Karawane besucht. Wir haben langsam viel Zeug, das wir ein bisschen verticken können. Aber wir müssen jetzt in erster Linie die Forschung voranbringen. So, was haben wir denn hier? Wer hat hier Forschung gut? Fedon. Der hat aber auch vorher Kochen und Feldarbeit, setzen wir runter. Und Handwerk setzen wir einen runter. Wobei Handwerk war ja hier, dass er Medizin herstellt, ne? Lassen wir Handwerk mal. Wobei wir immer noch keinen Stoff haben. Wir müssen anscheinend auch noch so ein Feld hier bauen. Das macht mich hier fertig. Wir bauen hier schon immer weiter aus, damit wir irgendwie klarkommen, weil wir einfach so riesig am Wachsen sind. Und wir haben schon wieder keine normale Nahrung. Oh Mann. Na, jetzt kann Scott wieder seiner Sucht begegnen. Wie weit ist denn der gekommen? Wow, 25%. Und Nahrungsmangel. Was ist denn los? Ja, okay, jetzt haben wir wieder normale Nahrung.
Ja, Scott geht jetzt wahrscheinlich, ja, war klar, der gönnt sich jetzt erstmal ein Bier. Alter, richtiger Gentleman. Der Lachy. Der Lachy und Angie, die beiden Konstrukteure. Sind beide gehobene Personen mit dem Hut. So, wie, der nimmt sich nur eins? Ich dachte, der nimmt jetzt direkt 25 und kippt die sich in den Hals. Der trinkt bestimmt noch eins. Komm, Scott, noch eins. Täusch mich nicht. Du bist doch voll der Suchti. Zack. Was? Der hat aber... Okay, der will wahrscheinlich erst langsam wieder in seine Sucht reinkommen. Ich meine, auch unsere Kräutermedizin geht zur Neige so ein bisschen. Ich meine, wir hatten mal mehr. Jetzt können sich erstmal alle ein Bier. Ach, Scott, ich wusste es doch. Ich wusste, dass du dich nicht lumpen lässt. Ja, das ist doch jetzt kein... Gut. Oh, Nemo forscht. Das ist gut. Warte, hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Ganz ungewaltig stimmt hier was nicht. Hier fehlt ein Stuhl. Das kann ja mal gar nicht angehen. Fehlt jetzt bei anderen auch noch Stühle? Ich meine, hier haben wir doch überall Stühle hingesetzt. Könnte ich sehen, wenn der hier mal weggehen würde. Wie lange will der dann noch stehen? Die Folge ist auch vorbei. Na gut, ich würde sagen, dann warten wir nicht, bis er weggeht, sondern beenden die Folge. Ich meine, Dino, wenn du einen Plan hast, wie das mit der Karawane funktioniert, könntest du ja mal was dazu sagen. Weil ich habe das noch nie gemacht. Das wäre jetzt dann das erste Mal, dass ich so eine Karawane mache. Wobei ich meine, dass ich dann wahrscheinlich Elefanten mitgeben muss, aber ich will eigentlich Elefanten nicht mitgeben. Eventuell müsste ich dann ein paar Wildschweine mitnehmen, die dann tragen. Und ich müsste irgendwie so... Warte, ich müsste wahrscheinlich sowieso forschen, weil ich brauche dann... Was brauche ich denn? Dörrfleisch. Gut, Dörrfleisch haben wir. Ich glaube, ich brauche nämlich Dörrfleisch und Pemmikan oder sowas. Also so Sachen, die lange haltbar sind. Ich weiß nicht, gehören Überlebensrationen dazu auch? Wobei, man könnte auch Überlebensrationen nehmen. Forschen wir als nächstes wahrscheinlich dann Überlebensrationen. Weil wir können auch Transportkapsel machen, dann können wir wahrscheinlich einfach rüberschießen. Ach, wir erforschen irgendwann sowieso alles. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!